Yo Leute, was geht? Und herzlich willkommen schon zu meinem fünften Video für heute von dem neuen Executives and Other Criminals DLC. Und in diesem Video wird es einfach nur noch ganz kurz darum gehen, um alle neue Fahrzeuge, die nämlich mit dem DLC erschienen sind. Und ich habe übrigens so einen kleinen Fehler gemacht. Ich habe nämlich gedacht, es sind nur drei Fahrzeuge, die mit dem Update erschienen sind. Aber in Wirklichkeit sind tatsächlich neun neue Fahrzeuge dazu gekommen. Aber wir fangen einfach mal direkt damit an, mit den ersten drei Fahrzeugen und deren Preisen. Zum einen gibt es da den Nightshade für knapp $600.000, den Sportwagen Bravado Verlierer für knapp $700.000 und den De Classe Mamba für fast $1 Million. Das sind die drei Hauptfahrzeuge, also das heißt so ungefähr, es gibt einen Muscle Car, einen Sportwagen und einen Klassiker. Jetzt kommen wir allerdings zu den sechs anderen Fahrzeugen und diese sind für diese VIP-Missionen sogar ziemlich gut zu gebrauchen. Und zwar sind das Ganze nämlich sechs neue Fahrzeuge, das sind allerdings recht unscheinbare Fahrzeuge, also ganz neue, zum Beispiel den Innes Cognoscenti oder zum Beispiel zwei neue Benefactor. Fahrzeuge, also so Alltagswagen, aber sie haben nur eine ganz besondere Besonderheit und zwar kann man jedes dieser Fahrzeuge in zwei Varianten kaufen, einmal in der normalen Variante und einmal in der gepanzerten Variante. Was man sich unter diesem gepanzerten vorstellen kann, bin ich mir noch nicht ganz sicher, ich bin mir allerdings schon ziemlich sicher, dass es nicht so sein wird wie beim Karin Kuruma, dass wirklich alles gepanzert ist, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass die Scheiben kugelsicher sind, da beim Karin Kuruma ja eben alles total aus Metall bestand und auch die Fenster nicht aus Glas, sondern eben aus Metall bestanden. Aber ich denke einfach, dass die gesamte Karosserie des Fahrzeugs dann eben gepanzert ist. Ich habe mir dann diese drei Fahrzeuge eben gekauft und dann noch diese gepanzerte Version des Cognoscenti. Und diese könnt ihr jetzt einmal kurz hier im Überblick sehen. Meine Meinung persönlich zu dem De Classe Mamba ist eher so zwiegespalten. Es ist ja zum einen so, es ist ein ziemlich cooles Fahrzeug von der Optik her, aber es steuert sich einfach wirklich miserabel. Also das Heck bricht bei diesem Klassiker ziemlich oft aus. Es ist zwar normalerweise so, dass bei Klassikern immer das Heck ausbricht, aber bei diesem Fahrzeug, besonders wenn man es voll auftunt, ist das Ganze besonders stark und für einen Preis von $1 Million würde ich mir noch recht überlegen, ob ich dieses Fahrzeug nehme, denn ich würde am besten einfach den Coquette Classic Cabrio dafür empfehlen. Dann beim Bravado Verlierer muss ich sagen, dass es eigentlich ein ziemlich cooles Fahrzeug ist. Also von der Optik her ist es wirklich sehr speziell. Es sieht irgendwie optisch relativ fett aus. Also es sieht irgendwie so aus, als wäre die Karosserie breiter, als sie eigentlich sein müsste, weil sie über die Reifen hinaussticht und das irgendwie alles an diesem Fahrzeug leicht künstlich aussieht, aber irgendwie gefällt mir das Ganze, weil es solche Fahrzeuge bisher nicht in GTA gab. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, an welches Fahrzeug dieses Auto dann angelehnt ist. Wenn ihr das wisst, schreibt es mal einfach in die Kommentare, aber an sich finde ich, ist dieses Fahrzeug her von der Performance für einen Sportwagen ganz in Ordnung. Dann kommen wir noch zum Impound Nightshade und ja, ich finde persönlich, das Fahrzeug macht vom optischen her auch eine ziemlich solide Leistung. Vom Fahrverhalten bin ich jetzt auch nicht so der Experte für Muscle Cars, aber es ist auch ganz okay, also wenn ihr das Geld für dieses Fahrzeug habt, dann könnt ihr es auch ruhig ausgeben. Und hier seht ihr dann den Innes Cognoscenti in der gepanzerten Version, macht vom optischen her auch einen soliden Eindruck her. Die Lackierung bei den gepanzerten Modellen ist übrigens alles immer matt, also ich weiß nicht, ob man die auch ändern kann, aber es sieht trotzdem ziemlich geil aus. Wenn ich mir jetzt einen Favoriten von all den Fahrzeugen aussuchen würde, dann würde ich doch lieber den Bravado Verlierer nehmen, weil es einfach so ein ganz besonderes Design hat und weil es auch bei Los Santos Customs ziemlich coole Auftune-Möglichkeiten hat. Also ihr könnt wirklich ziemlich viele verschiedene Spoiler auswählen und dieses Fahrzeug einfach individuell gestalten. Ist auf jeden Fall eine sehr geile Sache und deshalb würde ich einfach mal dieses Fahrzeug als Sportwagen empfehlen. Ansonsten denke ich, bin ich einfach mal durch mit all dem, was in dem Update enthalten ist. Wie gesagt, das war heute das fünfte Video. Wenn ihr die anderen Videos noch nicht gesehen habt, dann schaut einfach mal in der Videobeschreibung vorbei. Dort habe ich euch alle vier anderen Videos verlinkt und ja, ich würde einfach mal sagen, das war es dann auch schon von diesem letzten Video für heute. Wie gesagt, falls es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über jeden Daumen nach oben sehr freuen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Ciao!